Ich habe nachgeguckt, also wo McGonagall ist, weiß ich immer noch nicht. Weil ich muss mal eben kurz mal wieder den Fernseher ein bisschen leiser machen, weil hier für den Game Boy Color, da ist das, oder was der Retron ausgibt, ist um einiges lauter. So, ich muss gerade gucken, McGonagall ist auf dem Stock hier. Das lassen wir mal McGonagalls Büro, ja. Also, wo McGonagall ist, weiß ich nicht, aber in ihrem Büro soll eine Lilie... Ja, guck mal, da ist noch was. Auf dem Schreibtisch. Du bekommst Lilie. Ich habe eine gefunden. Jetzt schnell zurück zu Myrte. So. Also, McGonagall findet man anscheinend selber überhaupt gar nicht. Sondern diese Lilie im Büro. Myrte war das hier. Genau. Da sind die beiden. Da sind wir wieder. Myrte wird... wir haben dir etwas mitgebracht. Mir schmeckt sowieso niemand was. Schenkt sowieso niemand was. Außer vielleicht ein gehässiges Grinsen. Wir schon. Eine Blume. Sie ist nicht hübsch. Ist sie nicht hübsch? Du gibst Lilie. Eine Lilie? Meine Lieblingsblumen. Das war sehr nett von dir, Harry. Dafür bringe ich dir meinen Lieblingszauber bei. Neue Zauber gelernt. Mucus Adnaus. Ach, keine Ahnung, ey. Können wir dich etwas fragen? Hast du letzte Nacht draußen etwas Merkwürdiges gehört? Ich habe nicht darauf geachtet, weil Peace mich auf der Party total zur Verzweiflung getrieben hat. Oh, trotzdem danke, wenn wir dir noch doch noch etwas wenn dir doch noch etwas einfallen sollte, kannst du uns ja Bescheid sagen. Sicher. Danke nochmal für die Blume. Hauptsache, die freut sich über eine Blume, ey, als Geist. Was hattet ihr denn da zu suchen? Das ist ein Mädchenklo. Die Mädchen benutzen es doch eh nicht. Also können wir es doch ruhig benutzen, oder? Ist es euch egal, was das für einen Eindruck macht, hierher zurückzukommen, während alle beim Abendessen sitzen? Wir haben nichts getan, Percy. Das weißt du ganz genau. Ich weiß das, aber Ginny nicht. Ich habe sie noch nie so traurig gesehen. Sie denkt, dass ihr von der Schule fliegt. Aber jetzt aber ab mit euch in den Mannschaftsraum, bevor noch etwas passiert. Du hast wohl recht. Lass uns gehen. Tja, ab in den Gemeinschaftsraum. Oh, du hast dich mit der maulenden Myrte angefreundet. Hol dir deine Belohnung im Säuferein ab. Tja, dann gehen wir mal wieder rauf in den Gryffindor-Turm. Alles ist ganz mysteriös hier. Wir müssen hier runter, dann dahin. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die Geheimgänge sind. Irgendwie ging es ja, glaube ich, auch mal schneller nach oben. Boah, ey, warum bleib ich hier überall hängen? Gehen wir erstmal zu Madame Pomfrey. So, mal heilen. Zack, hallo Harry. Schön, dass du... Achso, okay. War ich gar nicht geschwächt? Mir ist jetzt gerade im Kopf, ich wäre geschwächt gewesen. Na egal. Schadet ja nicht geschwächt zu sein. Jetzt wieder hier runter. Ja, hier, da lang. Jetzt nach oben. Und dann sollten wir da sein. Ja, da ist die schwimmende Kugel. Hä? Boah, bleibt doch nicht hier hängen, ey. Bartvogel. Hereinspaziert, Harry. Wir wissen immer noch nicht, wer dahinter steckt. Wer würde alle Kinder, die nicht aus magischen Familien stammen, aus Hogwarts vertreiben wollen? Wer, den wir kennen, denkt, er sei besser als alle anderen? Draco Malfoy. Alle Slytherins denken, sie wären etwas Besseres. Aber seine Familie war immer in Slytherin. Sie könnten den Schlüssel für die Kammer des Schreckens schon seit Jahrhunderten besitzen. Wie könnten wir beweisen, dass Draco der Erbe von Slytherin ist?
Es wäre schon möglich, aber dazu müssten wir in den Gemeinschaftsraum des Willens kommen. Du möchtest sagen, möchtest gegen die Hausregeln verstoßen? Ich möchte es nicht, aber ich muss es tun. Alles, was wir brauchen, ist ein wenig Vielsafttrank. Was ist das? Der verwandelt einen in jemanden anderen. Wir konnten uns in drei Zylinder verwandeln. Melfer würde wahrscheinlich alles vor uns ausplaudern. Weißt du, wie man ihn herstellt? Nee, aber in der Bücherei gibt es ein Buch namens Höchstpotente Zaubertränke. Darin ist alles erklärt. Leider steht das Buch in der verbotenen Abteilung. Die einzige Möglichkeit, in die verbotene Abteilung zu kommen, ist die schriftliche Erlaubnis eines Lehrers. Vielleicht könnten wir so tun, als wären wir einfach nur an der Theorie interessiert. Und als wollten wir den Trank nicht wirklich zubereiten. Ach komm, welche Lehre würde da doch schon reinfallen? Professor Lockhart? Der unterschreibt alles, wenn es lang genug stillhält. Gehen wir ihn doch einfach suchen. Dann sehen wir, ob er darauf reinfällt oder nicht. Dafür bin ich jetzt erst hier raufgelaufen wieder, ne? Mein Gott, hätte ich ja nicht vorher drüber nachdenken können. Ey, das ist echt nervig. Lockhart war nochmal, welchem Stock war der nochmal? So, lass mal hier bei diesen Informationsdingen nachgucken. Jugendtoilette, nicht magische Kunde, also Muggelkunde. Nennt man es auch, ne? Bins. Lockharts Büro im dritten Stock, ne? War richtig. Ja. Dritter Stock. Links unten. So. Im vierten. Ne, müssen runter. Treppe, Treppe. Da bist du ja. Los. Die Treppe runter. Sind wir im dritten, ne? Du bist im dritten Stock. Leser. Hallo Professor. Meine drei größten Bewunderer, soll ich mal erzählen, wie ich damals den Ghoul mit dem T-Sieb gefangen habe? Schon wieder? Nein, danke. Wir möchten nur einen kleinen Blick in ein ganz bestimmtes Buch werfen. Aber ich dachte, Sie hätten schon alle meine Bücher gelesen. Das Buch steht in der verbotenen Abteilung, also brauchen wir eine Erlaubnis. Es wird uns sicher dabei helfen, die Sache mit den Tesi besser zu verstehen. Ah, Sie wollen etwas über mich nachlesen? Nun, es soll ja keiner sagen, ich stünde Ihrem Wissensdurst im Wege. Du bekommst Erlaubnis. Vielen tausend Dank, Professor. Bis dann. Ein riesiges Autogramm. Auch noch in lila. Hast du etwas anderes erwartet? Los, gehen wir schnell in die Bibliothek, um das Buch zu holen. Ja, ab in die Bibliothek. Ist ja, glaube ich, auch sogar hier im dritten Stock, ne? Ist der ja. So. Ist, glaube ich, sogar auf der richtigen Ebene hier. Ne. Doch nicht. Da ist die verbotene Abteilung. Hier ist die verbundene Abteilung. Ich sollte mir dem Prinz die Erlaubnis zeigen, bevor ich hineingehe. Tja, wo ist denn die? Mit dem Prinz, mit dem Prinz. Wo sind die? Hallo? Da ist sie. Ja, bitte. Wir brauchen ein Buch aus der verbundenen Abteilung. Hier ist die vom Professor Lockhart unterschriebene Erlaubnis. Du gibst Erlaubnis. Lila Tinte. Das stammt einwandfrei von Professor Lockhart. Ihr könnt in die verbundene Abteilung gehen, aber nur um dieses eine Buch zu holen. Tja, ist nur die Frage, wo ist dieses eine Buch? Da nicht. Hier ist die Verbundabteilung. Ja, ich weiß. Eine riesige Angriff-Kombi. Ah. Und hier ist das Buch. Ich brauche noch Platz, wo ich mir das Ganze in Ruhe betrachten kann, ohne dass mich jemand beobachtet. Wie wäre es mit der Toilette der Morgen der Myrte? Nun, nicht gerade ideal, aber vielleicht gar keine schlechte Idee. Lasst uns gehen. Hermine Granger verlässt die Gruppe. Ach übrigens, wer verwandelt sich eigentlich in wen?
Ich weiß noch nicht, in wen ich mich verwandeln soll, aber ihr werdet euch mit Sicherheit in Krabby und Goyle verwandeln. Krabby und Goyle? Das scheint mir sinnvoll. Ihnen traut... Entschuldigung. Ja, am meisten. Allerdings kriege ich alleine schon bei den Gedanken schon eine Gänsehaut. Ich werde mir das Buch ansehen und herausfinden, welche Zutaten wir brauchen. Wir müssen so schnell wie möglich anfangen. Harry, heute findet das erste Quidditch-Spiel der Saison statt. Gryffindor spielt gegen Slytherin. Danke, Colin. Machst du auch ein paar Fotos vom Spiel? Ich werde alles fotografieren. Gegen einen so tollen Spruch wie Sucher wie dich hat Slytherin nicht die geringsten Chance, Harry. Ich werde mal nachsehen, ob Hermine Hilfe bei ihrem Zaubertrank braucht. Wir sehen uns dann beim Spiel, Harry. Ron verlässt die Gruppe. Du hast das Buch Hochpotente Zaubertränke gefunden. Im Sammelverein wartet eine neue Kombination auf dich. Wir gucken, ob wir noch mehr hier rausholen können. Ne, offenbar nicht. Da auch nicht. Gut. Das ist meine Quest, jetzt Quidditch spielen. Gehe zum Quidditch-Spielplatz. Dann spielen wir eine Runde Quidditch. Ne, runter. Zack. Das Quidditch für den Gamecube-Plat bräuchte ich auch noch irgendwann mal. Aber das ist gar nicht so teuer, das werde ich irgendwann mal bestimmt auch günstig auf dem Flohmarkt mal finden. Aber das würde einfach mal so aus Just for Fun mal eine Runde spielen. So, wir müssen glaube ich noch ein tiefer, ne? Und dann zur Seite. Hier lang. Komm schon. Bleib nicht gegen so einen blöden Baum hängen. Oh, ey. Erst gegen einen blöden Baum da rennen und dann hier so rumgammeln. So eine rote Wespe hatten wir die schon mal. Fledermäuse. Feuersalamander, Ratte. Boah, ich glaube, die hatten wir schon gar nicht. Aber wir hätten schon mal so eine Wespe gehabt. Irgendwo sein. Da ist sie. Verwundbar gegen dieses Windzauber. Und das Hähnchen dagegen. Okay. Machen wir erstmal das. Wobei das Hähnchen wahrscheinlich am wenigsten Schaden macht. Zack. Ah, hält schon ein bisschen mit aus. So. Zack, komm, mach, hau weg hier. Mach mal schön Crit. Das war auch kein schöner Crit. Wir machen beide keinen wirklichen Schaden. Dann machen wir erstmal den Hahn weg. Einfach damit es hier ein bisschen schneller geht. Was? Der hat es überstanden? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem, jetzt bin ich auch noch vergiftet hier, ey. Komm, mach den Hahn weg. Ja, und der Crit ist immer dann, wenn er 94 ist, klar, ey. Oh. Ja, müssen wir uns beeilen. Weil das Stack ja jetzt immer höher. Da kann auch so ein kleines Vieh einen ganz schön platt machen. So, und. Nochmal. Oh, weg ist er. Ja, verdammt, jetzt habe ich wieder zu schnell geklickt hier. Egal. Okay, ich bin da. Von mir aus können wir spielen. Hier bin ich, Oliver. Ich freue mich nicht gerade darauf, gegen die Slytherins mit ihren Superbesen anzutreten. Die haben vielleicht bessere Besen, aber wir haben die besseren Spieler. Außerdem haben wir bei jedem Wetter trainiert. Ja, besonders bei schlechtem Wetter. Es liegt an dir, Harry, ihnen zu zeigen, dass der ein Sucher etwas mehr haben muss als einen reichen Vater. Wir müssen einfach gewinnen. Keinen Erwartungsdruck, also Harry. Gryffindors, seid ihr bereit? Dann kann es ja losgehen. Worauf wartest du noch, Potter? Gib doch einfach auf, wenn du Angst hast. Mach schon, Malfoy.
Quidditch, fliege mit dem Besen über das Spielfeld, Quidditch-Feld, und versuche, den fliegenden gelben... immer noch ein goldener Schnatz, nicht gelben, zu fangen. Schnappst du ihn, bevor... lenke mit dem Besen, links, rechts ausdrücken, Geschwindigkeitsschub ist A. Drückst du in der Nähe des goldenen Schnatzes, drücke B, um ihn zu fangen. Gelben Punkt, ja, okay. Hä? Der Klatscher ist völlig außer Kontrolle. Er wird noch jemanden verletzen, aber wenn ich jetzt mit dem Spiel aufhöre, ist alles verloren. Ja, toll, ey. Wo ist denn der Schnatz? Ja, gefangen! Das ging schnell. Aua! Das Spiel ist aus, Harry. Geht es dir gut? Wäre doch bloß schon eher gekommen. Ich sollte jedes Detail ablichten. Ich will davon kein Foto, Colin. Bleib mir mit deiner Kamera vom Hals. Bringt ihn in den Krankenflügel. Nein, das ist nicht nötig. Ich werde den Arm hier am Ort und Stelle wieder richten. Nein, ich behalte ihn so, wie er ist. Danke. Osio Dispersimus. Sein Arm ist ganz dick und wulstig. Davon muss ich jetzt aber wirklich ein Foto machen. Ah, ja, das kann schon mal passieren. Entscheidend jedoch ist, dass die Knochen nicht mehr gebrochen sind. Wir sollten ihn jetzt besser zum Krankenflügel bringen. Mann, Colin, das nervt doch ganz schön hier. Vor der Paparazzi-Gaffer, ey. Sie hätten ihn gleich zu mir bringen sollen. Ich kann Knochen in einer Sekunde wieder heilen, aber neu wachsen lassen? Das werden sie doch schaffen, nicht wahr? Ja, aber sie werden die ganze Nacht hier bleiben müssen. Ich gehe schnell das Gelewachs holen. Harry Potter ist nach Hogwarts zurückgekehrt. Harry Potter wünschte sich manchmal auch, er hätte es nicht getan. Warum trägst du eigentlich diesen Kissenbezug? Das ist ein Zeichen von Dobbys Sklavenstand. Dobby kann nur freikommen, wenn sein Gebieter ihm Kleider schenkt. Sogar eine Socke würde reichen. Das ist aber sehr unschön. Warum ist der freundliche Harry Potter zurückgekehrt? Warum ist Harry Potter nicht nach Hause zurückgefahren, als er den Zug verpasst hat? Woher weißt du, das warst es. Du hast die Absperrung zum Gleis 93 versiegelt. Dobby wollte Harry Potter warnen. Wegen dir sind Ron und ich fast rausgeworfen worden. Es ist nicht alles so gelaufen, wie Dobby es geplant hat. Doch nicht einmal Dobbys Klatscher konnte etwas ausrichten. Böser Dobby. Das war dein Klatscher? Was hattest du vor? Wolltest du mich umbringen? Niemals! Dobby wollte, dass Harry Potter schlimm genug verletzt würde, um nach Hause geschickt zu werden. Oh, ist das alles? Warum machst du das alles? Schlimme Dinge werden in Hogwarts geschehen. Der dunkle Lord wird sich wieder an die Macht kommen. Was hat Voldemort damit zu tun? Harry Potter hat über ihn triumphiert und uns Hauselfen Hoffnung gegeben. Aber nun, da die Kammer des Schreckens wieder geöffnet ist. Also gibt es tatsächlich eine Kammer des Schreckens. Und sie wurde schon einmal geöffnet? Oh, böser Dobby, ganz, ganz, ganz böser Dobby. Was habe ich von der Kammer zu befürchten? Dobby darf nichts mehr sagen. Also weißt du es. Wer ist es? Wer hat die Kammer geöffnet? Dobby hört jemanden kommen. Dobby muss gehen. Madame Pomfrey, könnten Sie bitte zu uns kommen? Professor Dumbledore, was ist passiert?